Askese ist ein Hedgefonds fürs Vergnügen. Spiritualität hat viele Facetten, viele Traditionslinien und viele Kulturen und Subkulturen. Es gibt jedoch ein Problem im Zusammenhang mit dem Phänomen des sogenannten Spiritual Bypass. Was Christentum und Buddhismus mit Spiritual Bypass zu tun haben können, das erzähle ich Ihnen gleich. Christentum und Buddhismus gehören zu den Weltreligionen. Es gibt weltweit, Stand 2024, 450 Millionen Buddhisten und rund 2,3 Milliarden Christen. Diese Denkschulen, der Buddhismus ist eher eine rationale Philosophie als eine Religion, haben sich über Jahrtausende als eine spirituelle Zuflucht für viele, viele Menschen erwiesen. Und dennoch gibt es ein Problem, das insbesondere mit christlichen und buddhistischen Schulen, Denkgebäuden und Betätigungskulturen verbunden ist, im Zusammenhang mit einem weiteren Phänomen, der Spiritual Bypass. Doch was ist eigentlich der Spiritual Bypass? Dieses Problem lässt sich sehr leicht erklären. Bypass auf Englisch bedeutet Umgehung. Wir kennen diesen Begriff aus dem Straßenbau und aus der Chirurgie. Ein Spiritual Bypass ist eine Umgehung, die mit Spiritualität zu tun hat, aber nicht eine Umgehung von Spiritualität, sondern eine Umgehung durch Spiritualität, eine Umgehung vermittels Spiritualität. Spiritual Bypass bedeutet, dass Menschen ihre eigenen psychologischen und/oder emotionalen Probleme zu umgehen versuchen, indem sie eine gewöhnlich falsch verstandene Art von Spiritualität instrumentalisieren und als Rechtfertigung missbrauchen, um sich eben ihren eigenen Problemen nicht widmen zu müssen und bei sich selbst nicht hinzuschauen. Der Begriff Spiritual Bypass wurde 1984 vom US-amerikanischen Psychologen John Bellwood erfunden, der zugleich auch ein Lehrer für buddhistische Praktiken war. Dazu kommen wir gleich, das zusammenhängen mag. Seit den 80er Jahren ist über das Phänomen Spiritual Bypass in der Psychologie, auch in der Soziologie und in der Therapieforschung mehr und mehr geforscht worden. Es gibt etliche Studien, die sich mit Spiritual Bypass befassen, auch im Zusammenhang mit Phänomenen wie Placebo-Effekt oder Nocebo-Effekt. Der Nocebo-Effekt ist das Gegenteil des Placebo-Effekts. Während der Placebo-Effekt ein auf dem Glauben beruhender Effekt ist, eine bestimmte Tätigkeit, Handlung oder auch Medikation würde heilsam sein, ist der Nocebo-Effekt das Gegenteil, in dem Menschen unter der Suggestion stehen, dass eine bestimmte Tätigkeit, Handlung oder Medikation schädlich wäre, wenngleich bei Nocebo wie Placebo-Effekt gleichermaßen anzunehmen, eine solche gute bzw. adverse, schlechte Effektivität gar nicht besteht. Was bedeutet nun Spiritual Bypass im Zusammenhang mit Phänomenen, die man in der Therapeutik und auch in spirituellen Kreisen erleben kann? Denn wir erinnern uns, der Erfinder des Begriffs Spiritual Bypass, John Bellwood, war gleichsam ein Grenzgänger zwischen beiden Bereichen. Er war ein Psychotherapeut und ein spiritueller Lehrer. Insofern hat er sowohl in seiner Praxis Patienten, Fallgeschichten erlebt, die mit Spiritual Bypass zu tun hatten, Menschen, die schwerwiegende psychologische und/oder emotionale Probleme hatten und immer versuchten zu prokrastinieren, also eine Bewältigung ihrer Probleme hinauszuzögern unter dem Verweis auf eine vermeintliche Spiritualität. Zugleich erlebte Herr Wellwood in den Kreisen, in denen er als buddhistischer Lehrer antrat, dass sehr viele Interessierte tatsächlich schwerwiegende psychologische und emotionale Probleme hatten und lediglich den Buddhismus missbrauchten, um eine wunderbare Legitimation zu haben, sich diesen Schwierigkeiten eben nicht bewältigend zu stellen. Nun kann man sagen, dass Menschen, die meist aus Gründen großen Traumas und stärkster emotionaler Betroffenheit sich ihren eigenen Problemen nicht widmen wollen, zum Behelf des Spiritual Bypass
jede erdenkliche Religion und Betätigungspraxis missbrauchen können. Doch es gibt tatsächlich zwei Religionen, die sich gleichsam für den spirituellen Bypass besser eignen als andere. Und das sind Christentum und Buddhismus. Warum? Die Gemeinsamkeit struktureller Art von christlichen und buddhistischen Betätigungskulturen ist die Askese. Was bedeutet Askese und was bedeutet Askese im Zusammenhang mit dem spirituellen Bypass? Lassen Sie mich das erklären. Askese, das Wort kommt aus dem Griechischen, bedeutet eigentlich üben, trainieren. Askein, das Verb, bedeutet trainieren, etwas mit Disziplin aufbauen. So wie man einen Muskel mit Disziplin aufbaut oder wie man eine bestimmte Betätigung durch Disziplin und durch ständiges Üben, auch durch ein gewisses Maß an Selbstüberwindung im Alltag integrieren kann. Askesis, das Nomen zum Verb, bedeutet dann also auch entweder eine Übung zum Überwinden, meist zum Überwinden von Lastern oder zum Abtöten von Begierden, oder auch über die einzelne Praxis hinaus eine Lebensweise, die streng enthaltsam und entsagend ist. Nun haben Christentum und Buddhismus gleichermaßen asketische Tendenzen in ihrer Grundlage ausstrahlend in jegliche Betätigungspraxis. Die Grundlage des Christentums im Hinblick auf Welt, materielles Sein, Körperlichkeit ist die ursprünglich eine Endzeit. Das Christentum war zu Jesuszeiten und zu Johanneszeiten eschatologisch orientiert. Das heißt, man ging von einer Zeit der letzten Dinge aus. Man ging davon aus, in der Endzeit zu leben und die Welt, so wie sie ist, bald verlassen zu müssen. Sehr stark weltflüchtige Tendenzen sind im Urchristentum enthalten und wurden auch immer wieder in den mystischen Schulen des Christentums, sowohl in der Antike als auch im Mittelalter, beliehen. Eine immanente Weltangst und eine transzendente Weltflucht ist der christlichen Spiritualität in vielen Formen, Zeiten, Epochen und Erscheinungsweisen zu eigen. Im Buddhismus gibt es eine ähnlich stark asketisch-weltflüchtige Tendenz. Wenn man das Dhammapada des Buddha sieht, die Sinnsprüche des Buddha, geht es auch darum, dass die Welt, wie auch schon hinduistisch vorgedacht, eine Welt der Erscheinung, der bloßen Illusion ist. Maya ist das göttliche Spiel. Doch dieses göttliche Spiel ist zu überwinden, indem die Welt als solche, als Trugbild durchschaut wird und damit auch die Körperlichkeit als eine Vorläufigkeit und Vergänglichkeit. Entsagen zu können, gilt als eine buddhistische Tugend und lässt sich herunterbrechen auf unterschiedliche monastische sowie auch für Laien bezogene Techniken. Was ist nun falsch an asketischen spirituellen Traditionen? Grundsätzlich nichts. Sie haben ihren Platz in der großen Gesamtheit spiritueller Angebote. Und sicherlich sind sie für viele Menschen zeitweise oder auch langfristig genau das Richtige. Die Problematik ist jedoch, wenn der spirituelle Bypass dazukommt. Wenn Menschen schwerwiegende Traumata erlebt haben und als Effekt davon tatsächlich mit psychologischen und emotionalen Problemen konfrontiert sind, die sie nicht lösen wollen oder können, greifen sie gerne zu asketischen spirituellen Traditionen, weil diese aufgrund der Askese immanenten Weltflüchtigkeit die perfekte Rechtfertigung bieten, um entsprechend begründetermaßen wegzuschauen bei den eigenen Angelegenheiten. Die klassische asketische Auffassung von der Welt als vorläufig oder gar schlecht, von der Schöpfung als verfehlt, vom Körper als vergänglich und deshalb nicht achtenswert, von den Begierden als grundsätzlich zu überwindend, führt zu einem Dreischritt der Entsagung. Es ist die Entsagung von der Welt als manifestem Ausdruck des Materiellen, eine Entsagung vom Körper und seinen Bedürfnissen, auch der Sexualität und eine Entsagung vom Miteinander.
Und das sind genau die drei Bereiche, in denen traumatisierte Menschen, die zum spirituellen Bypass neigen, die größten Schwierigkeiten haben. Weltlichkeit, Körperlichkeit, Sexualität und sozialer Umgang mit anderen. Wenn nun diese Problemlagen zusammenkommen, leuchten asketische Betätigungskulturen in der Spiritualität als vermeintliche Rettung auf und als ein wunderbares Schutzschild, das man zum Prokrastinieren, also zum Verschieben der eigenen Aufarbeitung vor sich hertragen kann, manchmal ein Leben lang. Das ist die Schwierigkeit von buddhistischen und christlichen Betätigungskulturen im spirituellen Kontext, im Zusammenhang mit dem spirituellen Bypass.